Herzlich willkommen zum Windows Server 2022 Preview. Heute geht es um das Thema Neuerungen bei Hyper-V und ich habe es noch ein bisschen ergänzt, denn es gehört bei Hyper-V sehr häufig auch dazu das Thema Clustering. Natürlich haben wir auch Single-Hosts bei Hyper-V, aber wir haben häufig auch Cluster-Systeme. Es geht um Networking und wir wollen auch ein bisschen über die Kompatibilität sprechen, denn das ist so die häufigste Frage bei einer neuen Windows Server Version. Was kann ich jetzt machen? Geht da Hyper-V Replika mit meinem alten Server? Kann ich dort eine VM einfach rüber umziehen? Und das werden wir uns auch live dann gegen Ende ein bisschen anschauen. Jetzt starten wir mal mit den Neuerungen. Was ist so neu? Und für euch immer ganz wichtig, das Produkt ist noch nicht final. Wenn ihr jetzt also sagt, Mensch, ich habe gedacht, da kommt da und da noch was. Das kann durchaus sein. Also es ist eine Preview, es ist noch nicht eine RTM-Version oder sowas, sondern wir sprechen über das, was früher eine Beta-Version war. Also eine Vorab-Version, die uns zur Verfügung gestellt wird, um das zu testen, was vermutlich in der nächsten Version dann erscheinen wird. Ich hatte euch auch gesagt, der Name Windows Server 2022, ich habe den nirgends im Netz bestätigt gefunden, aber wenn man halt im System nachschaut, ja, welche Hyper-V-Versionen werden denn unterstützt, naja, dann steht dort ein Windows Server 2022 und das können wir ja durchaus mal zum Anlass nehmen, zu sagen, wir sprechen einfach über diesen Namen mit der Info, das ist noch nicht final in Stein gemeißelt, dass er so heißt. Da kann sich wie immer noch mal was in letzter Minute auch ändern. Gerade so eine Namensänderung ist ja was, was sehr schnell möglich ist und geht. So, sprechen wir als erstes mal über das Thema Clustering. Clustering ist nämlich ein ganz wichtiges Thema im Windows Server schon seit vielen Generationen. Und wir wollen da gleich mal ein bisschen live reinschauen. Wenn wir uns nämlich mal hier eine Live-Umgebung anschauen, dann gehe ich hier mal auf ein Windows Admin Center, wo ich einen Windows Server 2019 basierenden Cluster erstmal noch habe. Das ist dieser hier. Das ist jetzt in dem Fall ein Storage Spaces Direct Cluster. Das könnte aber auch ein traditioneller Cluster sein. Und in diesem Cluster haben wir Server, wir haben virtuelle Maschinen und so weiter. Wir haben Volumes und wir haben für den Cluster hier ganz links unten auch die Settings. Wenn ich dort in die Settings reingehe, dann haben wir dort bei den Hyper-V-Settings natürlich General, Enhanced Session Mode, NUMA und so weiter. Wir haben die Cluster-Settings. Jetzt schauen wir mal, ob da eine virtuelle Maschine drauf ist auf dem Cluster. Schön wäre es. Schauen wir mal, genau, eine ist da. Ich wähle die mal aus und ich gehe für diese virtuelle Maschine hier mal auf die Settings. So, da gucken wir rein. Und dann sehen wir bei dieser virtuellen Maschine, bei den Settings, naja, es sind nicht alle Settings verfügbar, weil die Maschine gerade läuft, aber wir haben hier General Memory, Prozessor, Disk, Network, Boot Order, Checkpoints, Security im Windows Admin Center. Ja, jetzt gehe ich mal auf dem Windows Admin Center, was verbunden ist auf dem Windows Server 2019 basierenden Cluster. Grundsätzlich sehen wir, Moment, wir sind noch nicht auf dem Cluster. Ich muss mich erstmal auf den Cluster verbinden. Das ist bei mir dieser D112 HVCL01, Hyper-V Cluster 01. Das ist bei mir jetzt ein traditioneller zufälligerweise. Also der hat ein iSCSI Storage hinten dran, aber das hat nichts zu bedeuten bezüglich dessen, was wir uns hier anschauen. So, auch dort gehe ich mal in die Settings hinein und wir sehen in den Settings, wir haben Cluster Settings, wir haben die General Settings und jetzt gehe ich mal auf die virtuellen Maschinen. So, bei den virtuellen Maschinen sehen wir hier drei Stück laufen, drei virtuelle Maschinen. Die erste NVM11, die hat so ein bisschen mehr Ressourcenbedarf. Die NVM13, ja, 53%, NVM12 auch 53%. Jetzt wähle ich mal die erste hier aus, aber welche ich nehme, spielt eigentlich gar keine Rolle. Und was wir im Cluster ja so immer ein bisschen als Herausforderung haben, je größer der Cluster wird, zu definieren, wo soll denn eigentlich was laufen? Das heißt, was soll im Regelbetrieb zusammenlaufen? Was darf vielleicht zusammenlaufen, wenn irgendwie ein Fehler aufgetreten ist und was darf auf keinen Fall zusammenlaufen? Da gibt es schon seit mehreren Versionen des Clusterings die Möglichkeit, gewisse Abhängigkeiten zu definieren.
Nur mal ganz kurz nochmal in Failover Cluster Manager rüberschauen. Da haben wir ja schon immer für so eine Rolle. Ich gehe mal auf so einen Knoten drauf. Failover Cluster Manager. So, das gucken wir uns mal an. So, Failover Cluster Manager. Haben wir schon immer die Möglichkeit, hier verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Ich kann zum Beispiel in den Eigenschaften festlegen, welches die bevorzugten Knoten sind durch ein Up and Down. Und ich kann durch die Häkchen festlegen, auf welchen Knoten diese Maschinen überhaupt laufen dürfen. Das geht schon seit vielen Versionen. Das wird natürlich spannend, wenn wir ein 3- oder 4-Knoten-Cluster haben, wo wir vielleicht sagen, naja, der SQL-Server, der soll nur auf Knoten 1 oder 2 laufen, der Exchange-Server nur auf Knoten 3 oder 4. Das wäre dort möglich, also so eine gewisse Knotenabhängigkeit. Wir konnten natürlich schon die Startreihenfolge definieren. Wir konnten schon immer einiges per PowerShell machen, dass wir gewisse Abhängigkeiten definieren. Wir konnten ja auch so ein Delay konfigurieren, dass erst nach einem gewissen Zeitdelay eine VM startet. Was jetzt neu ist im Windows Server 2019 in Verbindung mit dem Windows Admin Center, dass wir, wenn wir hier in die Settings von so einer virtuellen Maschine reingehen, ja, sobald es dann lädt, wenn wir in die Settings von so einer virtuellen Maschine reingehen, das ist eventuell der Preview-Effekt. Wir schauen da nochmal gerade rein. Ich lade sie nochmal neu die Seite. Ich gehe nochmal auf die Virtual Machines und wähle meine VM11 aus und wollte eigentlich auf die Settings. Vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen mehr Geduld haben. Ich hatte das nämlich vorhin schon mal auf. So, er lädt jetzt aus irgendeinem Grund die Settings nicht, die ich euch zeigen wollte. Na, dann gehen wir mal über die Detailseite und schauen, dass die Settings laden. Ja, da kommen sie. Also normalerweise geht das auch in der Overview-Seite. Ich bin jetzt erst auf die Detailseite gegangen. Also im Prinzip habt ihr dort die gleichen Einstellungen, aber dort gibt es ein neues Ding hier, nämlich die Affinity Rules. Und die Affinity Rules, wer die es von vorher kennt, Affinity und Anti-Affinity, das ist ein ganzes Stück erweitert worden im Windows Server 2019. Es gibt auch ein eigenes Cluster-Objekt, das hilfreich ist, sicherzustellen, dass zum Beispiel auch bei einem Pausieren eines Knotens, also ich nehme Knoten in den Wartungsmodus, die virtuellen Maschinen korrekt verschoben werden. Und man sieht hier, Windows Admin Center ist halt immer das Mittel der Wahl für das Management hier, weil wenn ich dort reingehe, dann kann ich hier sagen, ich möchte eine Rule erstellen, Create Rule. Naja, und jetzt kann ich hier meine AR01 mal erstellen, Affinity Rule 01. So, dann geht es um die Frage, was ist denn das für ein Regeltyp? Sagt die, dass das, was ich jetzt unten definiere, immer zusammen auf einem Server sein muss? Oder definiere ich jetzt unten das, was nie zusammen auf einem Server sein darf? Also, ich könnte zum Beispiel sagen, together auf einem Server sollen immer sein die NVMM11. Also das ist meine Nested Virtual Machine 11 zusammen mit der NVM 12. Ja, und ich könnte hier weiteres hinzufügen. Ich könnte hier sagen, NVM 13 soll da auch noch sein, will ich aber nicht. Ich möchte NVM 11 und NVM 12 immer gemeinsam auf einem Host haben. So, jetzt haben wir die Affinity Rule 01. Jetzt könnte ich eine weitere Regel erstellen und könnte sagen, ich habe aber eine Anti-Affinity Rule 01. Und ich sage, nicht gemeinsam auf einem Server sollen aber bitte sein der VM11 und die VM13. Die VM11 ist vielleicht mein SQL-Server, die VM13 ist mein Exchange-Server. Beide brauchen viel Ressourcen, die sollen auf unterschiedlichen Hosts laufen, wenn irgendwie nur möglich. Das Ganze lässt sich hier erstellen, lässt sich hier verwalten, es lassen sich hier Regeln löschen. Wir haben hier die Information, auf wen das angewendet wird. Wie immer können wir natürlich suchen an der Stelle. Und wir haben jetzt den Vorteil, dass bei verschiedenen Aktionen im Cluster darauf Rücksicht genommen wird. Also beim Starten von virtuellen Maschinen sowieso, beim Starten eines Clusters, aber eben auch bei dem erwähnten Wartungsmodus. Wenn ich jetzt auf die Knoten gehe und sage, ich möchte hier einen Knoten 01 an der Stelle in die Verwaltung nehmen und ich möchte den pausieren.
Ich möchte den Clusterknoten pausieren. Dann wäre es jetzt so, im Zwei-Knoten-Cluster wird natürlich immer sichergestellt, dass wir die Redundanz erhalten haben, aber im Cluster mit drei Knoten, vier Knoten würde jetzt versucht sicherzustellen, diese Affinity- und Anti-Affinity-Regeln umzusetzen. Das Ganze lässt sich also übers Windows Admin Center konfigurieren. Wichtig dazu nochmal zur Erinnerung, ich habe hier auch die aktuellste Version in der Preview, also die Version 2012 Preview, und ich habe Hyper-V in der aktuellen Version, wo sich das dann konfigurieren lässt. Wer noch mehr möchte, kann das über die PowerShell machen. Das heißt, in der PowerShell haben wir weitere Möglichkeiten der Affinität. Hier haben wir gesehen, ich kann so eine Affinitätsregel, ich setze mal meinen Server hier wieder fort, auf Ebene der virtuellen Maschine erstellen. Und zwar, wir gehen da noch mal ganz kurz rein. Ich wähle diese VM noch mal aus. Schauen wir mal, ob es über die, ja, jetzt geht es hier rüber auch, genau. Und wenn ich hier auf die Affinity Rules gehe, ich kann die erstellen für Abhängigkeiten zwischen virtuellen Maschinen, aber ich kann die auch erstellen in Abhängigkeit zum VM Storage in meiner Konfiguration. Nicht möglich, aber wir könnten die auch erstellen in Abhängigkeit zu Netzwerkrahmenbedingungen und Eigenschaften. Das bedeutet, wenn wir da nochmal ganz kurz zum Clustering switchen, das gilt natürlich insgesamt auch für andere Rollen, aber ganz wichtig, gerade eben auch bei dem Thema Hyper-V, ist das Thema Affinity, Anti-Affinity und wir haben die wichtige Information, ist ein Cluster-Objekt. Wir können hier Abhängigkeiten flexibel definieren und wir haben sogar die grundlegenden Funktionalitäten im Windows Admin Center zur Verfügung. Das ist immer praktisch, weil es eine grafische Oberfläche hat, weil es dadurch auch für so den ja, Standard-Konfigurationsumfang uns in der täglichen Arbeit unterstützt. Es gibt einen neuen Cluster-Validierungstest, der erweitert wurde, weil bei der Cluster-Validierung, ich weiß nicht, wie oft ihr Cluster aufbaut, gab es in der Vergangenheit schon öfter mal die Situation, dass man dann doch ein Cluster bauen konnte, der nicht wirklich supported war. Jetzt schauen wir mal auf meinen Cluster kurz drauf. Ich hoffe, dass ich die nicht gelöscht habe. Ich gehe mal auf so einen Knoten, auf den Node 11 und ich gehe hier mal nach Laufwerk C auf diesem und ich gehe mal auf Windows und ich gehe dort mal auf Cluster und gehe dort mal auf Reports. Genau. Und da haben wir einen Validation Report. Nicht wundern die Zeiten, da habe ich eine andere Zeitzone hier in dem Lab, deswegen ist es gerade um 8 Stunden verschoben. Also schauen wir hier mal in eine Validation rein. Ich nehme mal diese hier. Ja. So, in der Vergangenheit hatten wir häufig die Situation, dass es passieren konnte, dass wir eine erfolgreiche Validierung hatten und dann hat aber doch irgendwas nicht funktioniert, weil nicht jegliche Kommunikation geprüft wurde. Das ist über die Jahre immer besser geworden und wir haben sowieso natürlich solche Dinge wie eine System Configuration drin, wo er erkennt, wenn wir Unterschiede im Software-Level haben, was bei mir jetzt hier zu einem Warning geführt hat in dem Report. Aber wir haben auch im Netzwerk erweiterte Funktionalitäten, sodass zum Beispiel sehr umfangreich geprüft wird, wie es denn jetzt mit der Teaming-Konfiguration aussieht. Da kommen wir gleich noch. Wie es mit der Virtual Switch Configuration aussieht. Wie es aussieht mit der Kommunikation. Wie es zum Beispiel aussieht mit dem Thema RDMA, Remote Direct Memory Access. Ist ja nicht nur für das Thema Storage Spaces Direct wichtig, sondern grundsätzlich über die, für die Netzwerkkommunikation mit hoher Leistung. Das heißt, sobald wir Netzwerkinterfaces größer 1 Gigabit pro Sekunde haben, sollten wir auf RDMA unbedingt Wert legen. Gibt es in zwei Ausprägungen, IWARP oder Rocky. Und das ist eben etwas, was der Validation Wizard mittlerweile prüft, ob die Kommunikation funktioniert. Und das Ganze ist integriert ins Windows Admin Center. Das heißt, das Windows Admin Center kann uns auch einen Cluster bauen. Das heißt, es gibt dort den Create Cluster Wizard. Und in dem Create Cluster Wizard haben wir auch die Möglichkeit, RDMA zu konfigurieren.
Dazu ein kleiner Wermutstropfen. Im Moment ist es so, wenn wir im Windows Admin Center einen neuen Cluster erstellen, dann haben wir die Auswahl zwischen Windows Server, das kann auch ein älterer Windows Server sein, oder eben ein Windows Server VNext, also das, was wir im Moment immer mit Windows Server 2022 Preview verwenden. Oder es kann ein Azure Stack HCI sein. Wenn wir Azure Stack HCI haben, dann ist es eine Hyperconverged Infrastructure. Aber ihr wisst ja alle, dass Azure Stack HCI ein eigenständiges Betriebssystem ist. Wenn wir Windows Server wählen, dann sehen wir, der bietet uns hier nicht an, eine Hyperconverged Infrastructure Konfiguration vorzunehmen. Das heißt, er fragt uns, ob wir direkt Rollen auf dem Cluster platzieren, sowas wie ein SQL Server zum Beispiel, der geclustert ist, oder virtuelle Maschinen. Naja, und dann fragt er uns schon noch, wie es mit den Servern ist, ob die alle im gleichen Standort sind oder in unterschiedlichen Standorten. Jetzt ist es so, dass dieser Assistent mir hier, also mal abgesehen davon, dass er noch ein paar kleinere technische Problemchen hat, aber jetzt nehmen wir mal an, das funktioniert dann mal alles, auch mit der VNext-Version, kann mir dieser Assistent alles konfigurieren. Er aktiviert aber eben, wenn ich hier oben Windows Server ausgewählt habe, und das muss ich tun bei Windows Server 2016, 2019, 2022, aktiviert er mir alles bis auf Storage Spaces Direct. Das heißt, wenn mein Cluster steht, dann gehe ich rein in die PowerShell und gebe ein Enable Cluster S2D und dann bin ich auch fertig. Das heißt, ich sehe da kein großes Problem damit. Man sollte mit der PowerShell so ein paar grundlegende Kenntnisse haben und ein Enable Cluster S2D einzugeben, ist nicht schlimm. Wenn ich ein Zwei-Knoten-Cluster habe, ein Nested Resiliency, dann muss ich dort noch die entsprechenden Storage-Tiers anlegen, aber auch das ist wunderschön dokumentiert. Das bedeutet, diese Diskussion, Mensch, jetzt kann der aber Storage Spaces Direct nur hier konfigurieren, in dem mit dem roten Pfeilchen und in dem mit dem blauen Pfeilchen nicht, finde ich nicht wirklich relevant, weil der Assistent auch bei der Option Windows Server mir das Ganze wunderschön konfiguriert, der mir auch RDMA konfiguriert, der dort auch prüft, ob es IWARP oder Rocky ist, ja, mir die Netzwerke anlegt, die virtuellen Switches anlegt. Und ich danach halt noch Storage Spaces Direct konfiguriere. Natürlich ist die Frage, warum hat uns Microsoft diese Option hier nicht eingebaut? Das ist ja was, was definitiv wieder bei einem möglichen Kritiker dazu führen wird, dass er sagt, naja, Microsoft will uns jetzt unbedingt zu Azure Stack HCI hier zwingen. Vielleicht ist es ja sogar so, dass dieses ein Motivator sein soll. Aber wie gesagt, ich verstehe diesen Motivator nicht, weil es sind drei PowerShell-Lines und dann bin ich auch fertig und ich kann trotzdem diesen Assistenten nutzen für das Erstellen des Clusters. Ihr könnt ja gerne im Chat auch eure Meinungen dazu schreiben oder gerne in unserem LinkedIn-Support-Channel eure Meinungen dazu schreiben. Die sind immer willkommen. Ihr könnt natürlich hier oben, jetzt sind wir aber bei einem Windows Admin Center-Thema, gerne hier Feedback geben an Microsoft. Und ich verspreche euch, wenn mir jemand eine Mail schreibt und sagt, ich habe dort ein passendes Feedback eingetragen, bitte vote drauf, dass ich drauf voten werde, weil so läuft es ja hier bei dem Feedback. In dem User Voice Plattform oder auf der User Voice Plattform, dass ihr einen passenden Feedback sucht, also ihr zum Beispiel Cluster Creation Wizard, ja. Und ja, da haben wir dann irgendwelche Fehler, die unter Umständen auftreten und so weiter. Also sollten wir als erstes mal schauen, ob es hier das vielleicht schon gibt. Das müsste man sich mal durchlesen und wenn es das noch nicht gibt, tragt ihr einfach ein eigenes Feedback ein. Und wie gesagt, ich verspreche euch, ich würde drauf voten, weil das Vote hier, das ist natürlich ganz wichtig. Weil 15 Votes sind jetzt nicht unbedingt zu viel. Wenn wir hier mal reinschauen und sagen, wir gucken uns mal an fürs Windows Admin Center die Top-Gevoteten, ja, dann gibt es hier schon welche, die halt 400 Votes, 255 Votes und so weiter haben.
Das ist so ein bisschen Treiber für Microsoft, auch dort in die Entwicklung dann was reinzustecken. Jetzt zurück zur Cluster Validation. Also da ist einfach mehr drin. Das heißt, wenn wir uns einfach nochmal einen zweiten Report anschauen, werden wir sehen, da sind detailliertere Informationen drin, auch zu den Laufwerken. Also hier zum Beispiel sagt er dann, ja, ich habe dort, obwohl an dem Server Disks dran waren, da war die Latenz vielleicht zu hoch. In dem Fall wurden aber keine Laufwerke gefunden. Also das ist sehr erweitert worden. Wir haben Network-Metric-Informationen inklusive Treiber-Versionierung. Wir haben Virtual Switch Configuration Information. Wir haben IP Configuration Warnings, Network-Kommunikation. Das ist ganz wichtig nach dem Aktivieren von RDMA. Weil es kann sein, dass mein Netzwerk wunderbar funktioniert, dann denke ich, ich habe dann ja die entsprechenden RDMA-Funktionalitäten konfiguriert und dann geht es plötzlich nicht mehr. Also das ist ganz wichtig. Switch Embedded Teaming Configuration, da reden wir gleich drüber. Windows Firewall Configuration und Quality of Service. Jetzt haben wir eine Anmerkung im Chat. Machen wir, also da ist die Anregung, wir machen es umgekehrt. Ich mache die User Voice Items auf und ihr votet dann drauf. Das können wir auch gerne machen. Verbleiben wir so. Die Dinge, die mir aufgefallen sind, die trage ich im Lauf der Woche mal unter User Voice ein und poste die auf LinkedIn und bitte euch um einen Vote. Und nächste Woche, wo es dann um Storage geht, fassen wir das nochmal ein bisschen zusammen. Oder am Freitag, falsch, wir machen es nicht nächste Woche, da fehlt uns ja die Zeit. Ich springe mal ganz kurz ein bisschen, komme dann gleich zu dem Thema hier zurück. Wir haben ja diesen Freitag eine Support-Sprechstunde. Und die Support-Sprechstunde ist ja immer da für eure Fragen. Also das gilt natürlich weiterhin, die werde ich bevorzugen. Aber wenn wir ein bisschen Luft haben, werde ich euch in der Support-Sprechstunde zeigen, welche Dinge mir aufgefallen sind, was ich bei User Voice eingetragen habe. Das habe ich dann mittlerweile auch schon auf LinkedIn gepostet und wir schauen uns mal an, ob da ein bisschen was ja schon vorangegangen ist. Und vielleicht kommen ja im Rahmen des Freitagstermins noch die ein oder anderen Wünsche von eurer Seite auf. Freitag, 22. Januar, das ist diesen Freitag, 9 Uhr, haben wir den WBSC Talk Partner Support. Also wie gesagt, eine Sprechstunde für eure Fragen. Wenn jetzt jemand sagt, oh, wie komme ich denn da rein, dann füge ich gleich mal den Link hier ein. Denn den findet ihr hier. Zack. Der Termin steht nicht im Kalender, lese ich hier gerade. Oh, das ist aber schade. Der sollte da sein. Da kümmere ich mich drum. Diese Woche Freitag ist auf jeden Fall 22.01.9 Uhr unter dem Link, den ich eingetragen habe, nicht jetzt draufklicken, weil wenn ihr jetzt draufklickt, seid ihr im Support-Meeting und da bin ich nicht, aber den könnt ihr euch direkt übernehmen und dann kümmere ich mich darum. Wir schauen nochmal in den Kalender, warum das da gefehlt hat. Ist echt schade, aber wir haben den nächsten auf jeden Fall dann wieder in 14 Tagen und wir zeichnen ihn auf jeden Fall auf. Ja, also das ist auf jeden Fall sichergestellt, dass er auch aufgezeichnet ist. Sorry dafür, wenn er nicht im Kalender stand, da haben wir dann was übersehen. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Also 22.01.9 Uhr unter dem Link, den ich eingepostet habe, Partner Support für eure Fragen und wir reden drüber, was man hier vielleicht im Windows Server 2022 und im Windows Admin Center in der nächsten Version besser machen könnte. Und schauen wir uns an. Das glaube ich euch, dass der Termin fehlt, weil ich hier nochmal sehe, er fehlt definitiv. Das glaube ich euch, dass er nicht drin ist, wenn ihr das sagt. Ich kümmere mich darum, dass er noch reinkommt und schaue dann auch gleich, ob die Serie wieder vollständig ist. Gut, Cluster Validation. Ein wichtiges Thema. Jetzt gehen wir mal vom Cluster ein Stückchen weiter in Richtung V-Switch. War ja gerade schon ein Thema. Bei dem virtuellen Switch hat Microsoft im Windows Server 2019 bereits das sogenannte Receive Segment Coalescing, RSC, ja, eingeführt, zur Verfügung gestellt. Das führt dazu, dass ja, auf dem virtuellen Switch Pakete zusammengefasst werden, um dann letztendlich die CPU zu entlasten und zu einer besseren Leistung zu führen. Ist eine geniale Sache, wenn es um das Thema geht, Traffic
von externen Hosts, die auf eine virtuelle NIC geht, und Traffic von virtuellen NICs, die auf eine andere virtuelle NIC auf dem gleichen Host geht. Dafür perfekt. Jetzt weiß ich nicht, ob jemand unter euch ist, der mal um Windows Server 2019 Performance-Probleme unter Hyper-V hatte. Also ich hatte ganz häufig die Frage, so in den letzten 2 Jahren, ich habe einen Hyper-V-Host, Windows Server 2019, und jetzt kopiere ich Daten, also ich hoffe, dass ich es richtig wiedergebe, ich kopiere Daten von einer ja, früheren Win, nein, von einer externen physischen Maschine, die schnell angebunden ist, in eine virtuelle Maschine hinein. Das ist super langsam. Wenn ich auf dem Host kopiere, ist rasend schnell. Wenn ich auf dem gleichen Host Windows Server 2016 installiere, ist es in den VMs auch sehr schnell. Jetzt kann das verschiedenste Gründe haben, aber es kann genau damit auch zusammenhängen, dass ich eine gewisse Inkompatibilität habe zwischen den Features meiner Netzwerkkarte und dem, was dort dann ja virtuell passiert. Jetzt, wenn wir uns das mal anschauen auf einem Hyper-V-Host. Ich gehe mal auf einen Single Hyper-V-Host rein, HV02, zack, gehen wir mal rein. Und schauen wir mal ganz kurz in den Hyper-V-Manager nur. Also im Hyper-V-Manager habe ich im Virtual Switch Manager, da geht es schon los, die Möglichkeit, ja, wenn ich jetzt so einen externen virtuellen Switch anlege, zu entscheiden, möchte ich Single Root I/O Virtualization nutzen oder nicht. Ist kein neues Feature. Das gibt es schon seit Urzeiten in Hyper-V. Aber wenn ich Single Root I/O Virtualization nutzen möchte, dann brauche ich natürlich eine kompatible Netzwerkkarte, weil Single Root I/O Virtualization sorgt dafür, dass meine ja, Netzwerkkarte in der VM als solche zu sehen ist. Also jetzt, wenn wir mal an eine VM rangehen, ich bin gerade hier an der VM, ja, und ich schaue mir mal an in Gerätemanager, was diese VM für eine Netzwerkkarte hat. Dann sehe ich hier bei Network Adapters, die hat einen Microsoft Hyper-V Network Adapter. Mein Host, der da drunter liegt, schauen wir mal, was der hat. Gehe ich mal in den Device Manager. Und wir sehen hier, der drunter liegende Host, der hat irgendwie zwei Intel-Ports und der hat zwei Broadcom-Ports. Jetzt, wenn diese Broadcom-Karte Single Root I/O Virtualization unterstützt, ich einen virtuellen Switch auf diese Karte hänge und den in die VM durchreiche, dann sieht die diese Broadcom-Karte, ja, die vielleicht spezielle Eigenschaften hat. Das bedeutet, Single Root I/O Virtualization ist eins der Features, was meine Abhängigkeit zur Hardware erhöht, wenn ich es richtig nutze, aber enorme Leistungsverbesserung bringen kann. Wenn ich mir die Settings der einzelnen VM anschaue, naja, dann haben wir dort, Entschuldigung, falscher Bereich, im Bereich des Netzwerks, VLAN, ja, ist ein Thema, aber dann haben wir sowas wie Virtual Machine Queue, IPsec Task Offloading, Single Root I/O Virtualization für diese Maschine. Das muss natürlich alles von der mit der Karte kompatibel sein, sonst laufe ich da vielleicht in Probleme rein. Und naja, das gilt im Windows Server 2022 genauso, aber wir haben für dieses Receive-Side-Scaling eine verbesserte Performance. Also nehmen wir an, ihr habt mich mit diesem Problem kontaktiert, ich habe in der VM unter 2019 schlechte Performance und wenn ich das gleiche mit 2016 mache, habe ich sie nicht, netzwerkseitig. Und es hat sich in eurem Fall herausgestellt, da ist wirklich alles korrekt konfiguriert. Ihr habt keinen Konfigurationsfehler. Dann könntet ihr mit Windows Server 2022 einen enormen Vorteil haben, weil dann dort dieser ja, RSC, Receive Segment Coalescing, im virtuellen Switch verbessert wurde, optimiert wurde und wir somit dort eine bessere Leistung haben. Gut. Dann haben wir, ja, schauen wir mal ganz kurz, wo wir so einen virtuellen Switch konfigurieren, weil ich habe das gerade im Hyper-V-Manager gezeigt. Das machen wir natürlich in den aktuellen Versionen über das Windows Admin Center. Das Windows Admin Center kann das, wenn ich hier mal ins WAG reingehe, Windows Admin Center.
Jetzt gehe ich nicht in Create Cluster, sondern ich gehe genau auf diesen HV02 Host und ich gehe dort mal auf ja, Virtual Switches. Dann kann ich auch dort natürlich meine virtuellen Switches generieren. Das sind wie Switch 01, nenne ich den mal. Der wird vom Typ extern. So, und jetzt schauen wir hier mal rein in den ja, Switch Type External und da steht was Interessantes. Da steht nämlich, dieser Server unterstützt Switch Embedded Teaming, Virtual Switches. Um einen Set Switch zu erstellen, soll ich zwischen 2 und 8 Adapter von der Netzwerkadapterliste wählen. So, jetzt ganz wichtig, Set Switch Embedded Teaming ist nicht neu. Das gab es schon beim Windows Server 2016 und beim 2019. Und beim Windows Server vNext, also bei der Technical Preview, die wir uns gerade anschauen, ist das aber die Recommended Configuration. Ja? Das heißt, wir gehen bitte nicht mehr folgenden Weg. Im Windows Admin Center bietet das gar nicht mehr an, aber ich zeige es mal über den Server Manager. Ich bin an dem Windows Server 2022, also wir können da ja nochmal reinschauen. Guck mal, also wie angekündigt, ich bin hier auf dem aktuellen Build, der in der Public Preview verfügbar ist, OS Build 20.2.8.2.1. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass da zwar Windows Server 2019 steht, aber das ist die vNext-Version. Und ihr macht das bitte nicht mehr, was ich euch jetzt zeige, aber es gibt dort auch ein Nick-Teaming. Das gab es eben seit Windows Server 2012, dieses Nick-Teaming hier. Und in diesem Nick-Teaming kann ich natürlich reingehen und kann sagen, ich hätte gern ein neues Team und kann diesem Team dann einzelne Adapter zuweisen. So, das machen wir aus mehreren Gründen nicht. Erstens ist es so, jetzt muss ich es doch ganz kurz zeigen. Ich erstelle mal ein Nick-Team. Bitte, das ist nicht eine Erklärung, was ihr tun solltet, sondern was ihr nicht tun solltet. Ich nehme hier mal zwei Netzwerk-Interfaces, nenne das Ganze hier Team 01. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit für dieses Nick-Team auch Team-Interfaces zu erstellen. Jetzt muss ich euch das mal ganz kurz zeigen im Netzwerk. Wenn ich auf das Network-Settings gehe und dann auf... Jo, nein, Moment, da wollte ich nicht hin. Ich wollte in die Netzwerke rein. Nein, Ethernet. Network and Sharing Center. Genau, das ist im Windows Server 2022 wieder ein bisschen tiefer gerutscht. Change Adapter Settings. Genau, hier wollte ich doch hin. So, jetzt haben wir ein Team 01. Ich habe es vielleicht ein Schrittchen zu schnell gemacht. Ich habe Ethernet 2 und 3 zum Team 01 zusammengefasst. Das heißt, Ethernet 2 und 3, ihr kennt das, hat in den Eigenschaften jetzt hier bei den geteamten Interfaces das Microsoft Network Adapter Multiplexer Protokoll dran stehen und ist zusammengefasst zu diesem Team letztendlich. Die Ethernet 4 und 5, das sind noch ganz klassische einzelne Netzwerkinterfaces. So, jetzt könnte ich ja hergehen und ich könnte in diesem Team virtuelle Team-Interfaces erstellen. Ich könnte sagen, hier gibt es nicht nur das Team 01, sondern hier gibt es noch ein Team 01, VLAN 01, sage ich mal, und ich sage, oder ich mache mal ein VLAN 11, Specific VLAN 11, machen wir mal so. Jetzt habt ihr plötzlich hier ein weiteres virtuelles Interface. Ja? Ihr konntet auch so vorgehen, dass ihr an ein Team einen virtuellen Switch hängt und da dann virtuelle Interfaces dranhängt. Was ich aber damit sagen will, diese Interfaces hier, egal ob die hier oder über den virtuellen Switch entstehen, die haben keine RDMA-Unterstützung zum Beispiel. Das heißt, die haben ein eingeschränktes Feature-Set und sind ab Windows Server 2019 schon nicht mehr die bevorzugte Wahl, aber mit Windows Server 2022 komplett raus. Soweit ich gelesen habe, bleiben sie aus Kompatibilitätsgründen drin. Aber man sollte das bitte auf keinen Fall mehr verwenden. Ein In-Place-Upgrade vom Windows Server 2019 auf 2022 würde
würde im Moment fehlschlagen, wenn wir klassisch geteamte Interfaces haben. Dieses Nick-Teaming, was ich gerade zeige, was wir bitte nicht mehr machen, das hat den Vorteil, also recht flexibel. Wir können 32 Ports zusammenfassen und diese Ports könnten sogar unterschiedliche Geschwindigkeit haben, unterschiedliche Karten. Das wollen wir aber nicht. Also von daher vergessen wir das gleich mal wieder. Das ist so die alte Welt. Und ich lösche das hier auch gleich wieder. Also ich lösche dieses Team-Interface hier, Glied-Interface, und ich delete auch dieses Team. Ja, ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass dieses Teaming hier, das sogenannte LBFO-Teaming, Load Balancing Failover-Teaming, recht gut praxiserprobt ist. Also funktioniert ganz gut. Das hatte in der ersten Version so das ein oder andere Problemchen. Funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Das Switch-Embedded-Teaming funktioniert aber auch gut. Und das Switch-Embedded-Teaming ist die Referenz. Und jetzt sagt mir hier, ich gehe zurück ins Windows Admin Center, der schon, wenn ich hier mehrere Interfaces auswähle, dann baut er mir einen Set-Switch. Besonderheit bei dem Set-Switch ist, das ist 2016 bis Windows Server VNext identisch. Wir brauchen 2 bis 8 Interfaces, also nicht maximal 32, sondern maximal 8. Diese 8 Interfaces könnten aber 8 mal 100 Gigabit oder 8 mal 200 Gigabit in Zukunft sein. Also da gehen durchaus höhere Geschwindigkeiten. Und wir haben hier vor allem eine durchgängige Unterstützung solcher Features wie RDMA zum Beispiel. Das heißt, ich kann auch für meinen an der VM hängenden virtuellen Netzwerkadapter von den RDMA-Features profitieren. Naja, das wähle ich hier mal aus. Dann haben wir unsere entsprechenden Optionen, Load Balancing Algorithm, den wir hier verwenden. Und über ein Save wird uns dieser Set-Switch erstellt. Wichtig, das, was wir hier gerade sehen, ist nicht neu, dieses Switch-Embedded-Teaming, aber es ist der neue Standard, den wir hier verwenden sollten. Also ganz, ganz wichtiges Thema an der Stelle. So, jetzt muss ich mal ganz kurz rausschauen. Ja, da geht es um das Thema RSC. Sind ein bisschen längere Posts, schaue ich mir dann gegen Ende gleich wieder an. Dann ein wichtiges Thema nach dem Thema Switch Embedded Teaming ist das Thema, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Thema Grafikkarte? GPU, Graphical Processing Unit. Da hat sich ja in der Vergangenheit so ein bisschen was entwickelt, wo man sagt, naja, wo führt es eigentlich hin? Denn im Windows Server 2012 Release 2 hatten wir ein größeres Update für RemoteFX. RemoteFX gibt es aber schon seit Windows Server 2008, Release 2 Service Pack 1, also das gibt es schon ein bisschen länger. RemoteFX war die Technologie, die es uns erlaubte, die Leistung einer physischen Grafikkarte in eine VM zu transferieren. Sage ich mal. Die VM hat ein virtuelles Grafikkartenobjekt gesehen, nämlich die RemoteFX 3D-Grafikkarte. Und diese RemoteFX 3D-Grafikkarte hat einfach die Leistung unserer physischen Grafikkarte aufgeteilt und konsumiert. Also eigentlich genial. Sie hat auf einem virtuellen Layer eine Partitionierung der Grafikkarte vorgenommen. Ich konnte so mit einer physischen Grafikkarte 10 VMs versorgen oder 20 VMs, wenn mir ein Zehntel oder ein Zwanzigstel der Leistung dieser Karte gereicht hat. Wenn nicht, konnte ich natürlich auch mehrere Grafikkarten stecken. Nachteil der RemoteFX 3D-Grafikkarte, der Virtualisierungslayer war relativ dick, sagen wir mal. Das heißt, das ist recht ja, ressourcenhungrig selbst gewesen. Trotzdem haben wir sehr, sehr gute Leistung in der VM erreicht. Größter Nachteil war aber, dass wir in der VM nicht die Grafikkarte an sich gesehen haben. Und nun hat halt mal eine Nvidia oder eine AMD-Karte Eigenschaften, die teilweise 1:1 so benötigt werden, wo wirklich direkter Zugriff auf die Karte erforderlich ist. Und deswegen hat Microsoft im Windows Server 2016 dann schon etwas Neues gebracht und hat gesagt, naja, im Windows Server 2016
Machen wir es einfach so. Da haben wir Remote FX und da gab es dann nochmal Erweiterungen und Neuerungen, 4K-Auflösung und so weiter. Und das ist was Neues vorgestellt worden, nämlich das Discrete Device Assignment. Mit dem Discrete Device Assignment konnten wir 1 zu 1 eine Grafikkarte an eine VM durchreichen. 1 zu 1 ist immer schlecht, wenn wir skalieren wollen, ja, weil da haben wir die Situation, eine Grafikkarte ist direct attached zur VM. Und dann kann die kein anderer mehr nutzen. Ja, das heißt, ich habe 4 VMs, die dann eine entsprechende ja, VM haben möchten, eine entsprechende Grafikkarte haben möchten. Habe also 4 solche VMs, brauche ich 4 Grafikkarten, um die direkt zu assignen. Deswegen war dann in der Preview-Phase von Windows Server 2019 die Rede davon, es wird ein GPU-Partitioning kommen. Jetzt erinnere ich mich noch sehr gut, dass ich zum Launch von Windows Server 2019 auf der Microsoft Ignite-Konferenz in den USA war und dort auch am Hyper-V-Stand unterstützen durfte und ja, so ein bisschen vorbereitet hatte, was dort alles neu ist, so eine kleine Präsentation und mich dann dort mit den Microsoft Corp-Kollegen unterhalten habe. Und dann einer, der da drauf geschaut hat, bei dem Thema GPU Partitioning etwas in Stocken geriet. Und dann habe ich gesagt, naja, es ist aber doch angekündigt, ist doch announced. Wir haben die PowerShell-Commandlets im System. Die kann ich euch dann auch gleich mal zeigen. Und ja, dann ging das ein bisschen hin und her und es kam dann raus, dieses GPU Partitioning ist im Windows Server 2019 nicht released worden, sondern wir haben nur das Discrete Device Assignment. Fand ich ganz spannend, weil das letztendlich nirgends groß announced wurde, dass das nicht mit drin ist. Mittlerweile wissen wir es. Ich habe das auf vielen Veranstaltungen schon erklärt. Gleichzeitig ist das Remote FX aber nicht mehr drin in Anführungszeichen. Es ist noch da, wenn ich euch das nämlich mal ganz kurz zeige, auch in der aktuellen ja, Version des Hyper-V passiert Folgendes, wenn ich eine virtuelle Maschine nehme, sowas hier. Settings, dann könnte ich einen Remote FX 3D Video Adapter hinzufügen und der sagt mir hier: We no longer support the Remote FX 3D Video Adapter. You can keep using the adapter on existing VMs, but you can't apply to any new VMs. Also, das ist nicht mehr wirklich da. Also, Remote FX 3D ist Vergangenheit. Dieses Discrete Device Assignment ist die erwähnte 1 zu 1 Zuordnung, also nicht ganz so flexibel. Die ist erweitert worden im Windows Server 2019. Jetzt ist die Frage, was wird denn im Windows Server 22 damit? Was uns immer klar sein muss, es gibt ja parallel auch noch das Azure Stack HCI Operating System. Und es wird sicher so sein, dass neue Features, die released werden, nicht zwingendermaßen immer in beiden Systemen da sind. Das hat Microsoft schon angekündigt. Und das Discrete Device Assignment ist im Moment so ein bisschen Hidden Feature, aber das lässt sich jetzt seit dem aktuellen Release 2012, Preview des Windows Admin Centers über das Windows Admin Center managen, aber nur wenn ein Azure Stack HCI Operating System dahinter ist. Ja, also jetzt hat aber der Ben Armstrong, der Mr. Hyper-V von Microsoft, schon vor einem Jahr auf der Microsoft Ignite das GPU Partitioning auf einem Windows Server vNext präsentiert. Der hat das schon mal live gezeigt. Also es bleibt eine spannende Sache, zumal wenn wir in so ein System reingehen. Ich gehe mal in einen Hyper-V-Host rein mit Windows Server 2022 oder Windows Server vNext und ich mache dort mal ein PowerShell-ISE-Fenster auf. Dann haben wir dort, wenn wir mal nachschauen, was gibt es denn alles zum Thema VM? Ja, gibt es VM Network Adapter und so weiter. Und es gibt ein VM-GPU-Partition-Adapter. Es ist richtig, das ist im Windows Server 2019 auch schon da und das ist das, was nicht released wurde. Jetzt wurde das aber auch nicht entfernt. Also, dass dieses Objekt da ist, das weiß Microsoft. Es wurde im Windows Server in der Preview bisher nicht entfernt. Also, es lässt mich doch hoffen, dass wir die GPU-Partitioning-Funktionalität auch im Windows Server vNext bekommen werden. Versprechen ist es aber nicht. Ich kann es nicht garantiert sagen.
Ich habe noch nirgends gelesen, dass es kommen soll oder nicht kommen soll. Was klar ist, es gibt davon zwei Ausprägungen. Es gibt das GPU Physical Partitioning und das Virtual Partitioning. Das Virtual Partitioning ist nochmal flexibler und das wird ziemlich sicher nicht in den Windows Server in der nächsten Version kommen. Aber allein das Physical Partitioning, dass ich auf einem physischen Layer das Ganze aufteile, wäre schon mal ein großer Vorteil. Und der Azure gibt es das. Das hat jetzt nichts mit Azure SDK CIOS zu tun, sondern in dem Windows Server Derivat, was unter Azure genutzt wird, da gibt es diese Funktionalität. Also wir können hoffen. Ich mache es einfach so, dass ich auch dazu mal einen User Voice Eintrag mache, weil ich denke, das ist in vieler Interesse. Genau, und das ist auch eine Anmerkung hier. Wie gesagt, die anderen, die ich entsprechend noch nicht durchgelesen habe, schaue ich mir dann gleich mal an. Also wir haben GPU Partitioning in Azure und hoffen doch mal, dass das auch nach On-Premises im Windows Server wenigstens kommt. Gut, dann kommen wir mal ein bisschen zum Thema Kompatibilität, Import-Export. Das ist nämlich so eine Frage, die immer auftaucht. Wie schaut es denn eigentlich aus mit den virtuellen Maschinen, wenn wir dort was importieren, was exportieren wollen? Ja, das machen wir mal und wir machen es doch gleich übers Windows Admin Center. Ich gehe mal in mein Windows Admin Center rein und ich gehe dort mal auf den WS2019 Host. Den habe ich hier noch gar nicht drin. Moment, den fügen wir hinzu. Ich habe hier nämlich eine virtuelle Maschine, die heißt D112-HV2019. Das ist ein Windows Server 2019 Host. Und ich möchte dort mal eine virtuelle Maschine exportieren, um euch den ganz kurz zu zeigen. Das ist der 2019er Host. Und wir hatten es ja beim letzten Mal schon. So, ich wollte es gerne ausführen. Aber da geht gerade nichts an der Maschine, also machen wir es nochmal. So, das ist ein Windows Server 2019, wie er leibt und lebt, also in der Version 17, 763, nichts von 20 vorneweg, also das ist wirklich ein 2019er. Und ich habe dort virtuelle Maschinen, eine genau genommen, Configuration Version 9. Ich kann die über das Windows Admin Center exportieren. Ich kann sie auch hier exportieren. Jetzt bin ich gerade schon hier. Also mache ich den Export ganz kurz hier in ein Exportverzeichnis hinein. So, den Import machen wir dann über das Windows Admin Center. So, Select Folder Export. Ich exportiere den hier mal an einem Windows Server 2019 basierenden Hyper-V-Host. Zum Beispiel den hier. Könnte ich mir jetzt einfach mal die Daten kopieren. Das heißt, ich nehme hier einen Explorer und gehe mal rüber auf den Host hier, den 2019er, D112-HV2019. So, und das liegt dort auf dem Laufwerk E. Jetzt schauen wir mal, ob der Export schon fertig ist oder ob er noch läuft. Er ist bei 60%, also das geht relativ flott durch. Und dann kopieren wir uns die Daten rüber, importieren die und wir werden sehen, das funktioniert. Ich will es aber trotzdem kurz durchführen, weil ich auf der Basis dann auch gleich noch ein Hyper-V-Replika konfiguriere. Also Configuration Version 9 ist exportiert. Ich gehe hier mal rein in mein HV01, kopiere mir aus dem Exportordner das hier rüber. Ja, das ist meine VM02. Das kopieren wir hier rüber. Und naja, jetzt kann ich ins Windows Admin Center gehen, kann hier sagen, ich bin auf dem Hyper-V01. Das ist jetzt ein Windows Server vNext Hyper-V-Host. Und ich bin dort bei den Virtual Machines. Und bei den Virtual Machines haben wir dort eine schon laufen, NVM01. Und ich möchte dort virtuelle Maschinen hinzufügen, aber ich mache keine neue, sondern ich importiere die hier. Ordner, der die VM enthält, ist dort Laufwerk E.
Und zwar im VMs-Ordner. So, und jetzt muss ich hier das Häkchen wählen. Wenn ich nämlich das nicht mache, also wenn ich hier reinklicken würde, dann übernimmt er nicht den richtigen Ordner. Also die Auswahl ist hier immer über die Checkbox vorne. Dann sagt er mir, naja, da ist eine NVM, eine Nested VM 02 für den Import drin. Ich schaue mal kurz, ob der Copy-Job auch wirklich schon durch ist. Das sieht gut aus. Also dürfen wir den Import starten. Ich will keine neue ID, weil ich will auf Basis der VM dann gleich noch Hyper-V-Replica konfigurieren. Und ich will die auch nicht in eine neue Location kopieren, die VM, weil ich habe die ja vorher schon dorthin kopiert, wo sie liegen soll. Jetzt mache ich einen Import und das schaut hoffentlich gut aus. Importing Virtual Machine. Successfully imported Virtual Machine. Diese Moment saved, weil ich die im laufenden Zustand exportiert habe. Über den Power kann ich die starten. Die läuft also direkt. Ich muss dort nichts konvertieren. Ich könnte es jetzt hier natürlich über PowerShell abfragen. Das wird leider hier nicht ganz so komfortabel angezeigt. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, jetzt auch mal ganz kurz auf den HV01 in den Hyper-V-Manager zu schauen. Und dann sehen wir, da läuft eine Version 9.0. Ja, also die läuft in ihrer Version 1 zu 1 weiter. Ist natürlich wichtig für ein Hyper-V-Replika, wo ich dann vielleicht auch mal ein Failover in die eine oder andere Richtung machen möchte. Wer dort sagt, oh ja, wie ist denn das eigentlich mit den grundsätzlichen supporteten Versionen? Naja, das können wir uns mal abfragen. Jetzt bin ich hier in der VM 01 und ich habe hier mal ein Get VM Host Supported OS Version. Führen wir mal aus und dann sehen wir, das hatten wir auch im letzten Termin uns schon mal angeschaut, wir kommen zurück bis zur Version 2016, also Version 8.0. Das ist so der Umfang, den wir hier haben. Das heißt, was ich gerade mit einem 2019er Hyper-V-Host-Partner zeige, geht auch mit einem 2016er. Und natürlich, und ich zeige es deswegen, weil ich weiß, dass viele im WBSC das auch nutzen, Hyper-V-Replika als Funktionalität hier. Ich kann natürlich von meinem 2019er Host jetzt auch sagen, ich hätte gerne, ja, da muss ich bloß die VM mal wieder ausschalten. Die habe ich ja schon angemacht. Die sollte dafür aus sein. Zack. So, ich möchte gerne von meinem 2019er Host ein Enable Replication und mein Zielhost ist ein Windows Server vNext, also ein Windows Server 2022 HV01. Das ist der 2022er, den füge ich hinzu. Ich habe ansonsten die Hyper-V-Replika-Einstellungen, da hat sich nichts geändert gegenüber der Vorgängerversion. Kann hier mein Replikationsintervall festlegen und kann dann konfigurieren. In dem Fall, ich hätte gerne Existing Virtual Machine, denn die habe ich schon da, die hat schon die gleiche ID. Naja, und jetzt wird auf Basis der VM das Hyper-V-Replika eingerichtet. Wir sehen, der repliziert vom 2019er auf den Server mit der Version 2022. Hier Receiving Changes. Das geht also wunderbar an der Stelle. Gut, bedeutet für uns so Dinge wie Hyper-V-Replika, Import, Export geht auch über die Versionsgrenzen hinweg. Damit haben wir die Frage schon beantwortet, die dort typischerweise kommt. Jetzt sind wir zeitlich auch schon wieder sehr weit. Ich gucke gleich noch auf eure Fragen. Ich möchte euch aber herzlich einladen, auch am kommenden Montag wieder dabei zu sein. Es geht um die Neuerungen beim Thema Storage und Storage Spaces Direct. Da hat sich einiges getan beim Thema Storage Migration Service. Es hat sich insgesamt was getan beim Thema Storage. Und wir schauen uns an, dass Storage Spaces Direct natürlich auch in der nächsten Version des Windows Servers mit drin ist. An diesem Freitag, sorry, dass es nicht im Kalender steht, um 9 Uhr haben wir den Partner Support. Wenn ihr dabei sein möchtet, am Nachmittag um 13 oder 14 Uhr, wir werden es noch kommunizieren, gibt es die On-Premises-Show von Carsten Rachfall und mir. Das machen wir auch wieder online. Bleibt einfach auf LinkedIn, Twitter, Facebook mit uns in Kontakt, dann informieren wir euch dort. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist ja gar nicht so schlecht, wir müssen aber mal länger über ein Thema sprechen, dann seid ihr herzlich eingeladen zum Teams Webday am 25. Februar. Könnt ihr euch unter manfredhelber.de/webday schon anmelden. Es wird auch bis Sommer, also bis Juni, noch ein Webday zu Windows Server vNext geben. Das heißt, die nächste Version des Windows Servers werden wir auch in einem Webday behandeln.
Vermutlich im Juni und zu Azure Stack HCI wird es wieder nochmal ein Webday geben. Im Moment, der aktuelle, der online ist, für den 25. Februar, manfredheber.de Webday, euch anmelden. Und jetzt vielleicht gab es im Kalender, das schaue ich mir dann später gleich an, einen Fehler oder Verwechslung mit den Terminen, weil wir haben ja im 14-tägigen Wechsel freitags 9 Uhr den Partner Support oder um 10 Uhr das Talk-Gastgespräch und am 29. Januar, das ist dann Freitag in der Woche, haben wir um 10 Uhr zu Gast den Stefan Peters und den Dominik Coté. Dominik Coté von Microsoft, Stefan Peters von Qualcomm. Es geht um das Thema Qualcomm und Windows 10 Devices. Ich freue mich schon sehr und wer sich das Format mal anschauen möchte, wir hatten vergangenen Freitag den Heiko Jung und den Florian Frimmel von Fujitsu zu Gast. Da ging es um Azure Stack HCI Host Operating System. War auf jeden Fall eine spannende Sache, denke ich. Wenn ihr es euch anschauen wollt, geht auf meinen YouTube-Kanal, youtube.com/ManfredHelber, schaut da mal rein und guckt euch an, über was wir dort gesprochen haben. Und jetzt schaue ich mal in den Chat, weil da hatten wir heute ja einige längere Anmerkungen. Ich fange mal von unten an. Kannst du bitte nochmal genau erklären, was Allow Management Operating System to Share this Adapter in Virtual Switch macht, selektiert oder nicht selektiert? Es erlaubt den Management-Zugriff von außen von Hyper-V-Host auf den V-Switch und angeschlossene VMs. Wenn der Haken aus ist, kann der Hyper-V-Host netzwerktechnisch nicht darauf zugreifen. Macht zum Beispiel Sinn bei Cluster-Netzwerken und so weiter. Da war dann schon die Antwort auf die Frage gegeben worden. Also dazu ganz kurz. Ich habe hier einen Hyper-V-Host, diesen Hyper-V-Host 02. Und dieser Hyper-V-Host 02, der hat eine Menge Netzwerkinterfaces. Hier könnte ich also sagen, von meinen Netzwerkinterfaces, die ich hier habe, nutze ich einen Teil für die Domain-Kommunikation, ich nutze was für die VM-Kommunikation und ich nutze was für die Host-Kommunikation. Wenn ihr nicht so viele Interfaces habt oder wenn ihr vielleicht auf einem bestimmten Interface auch die Kommunikation mit dem Host zulassen wollt, dann gibt es beim Konfigurieren der virtuellen Switches im Windows Admin Center die Möglichkeit und natürlich auch im Hyper-V Manager zu sagen, dieses Interface darf auch verwendet werden von dem Host mit. Ja, das muss aber nicht so sein. Also nur weil in die Netzwerkkarte am physischen Host ein Kabel reingeht, heißt das nicht automatisch, dass das auch der Host mit verwenden muss. Und genau das sagt letztendlich dieses Häkchen aus, wenn ich einen neuen virtuellen Switch erstelle, Typ extern. Dann warten wir mal ganz kurz, bis die Netzwerkadapter geladen sind und ich nenne den mal V-Switch 02. So, und wenn ich jetzt hier eins auswähle, Allow Management OS to Share this Network Adapter, bedeutet letztendlich einfach, wenn ich das Häkchen setze, wird für den Host ein virtuelles Netzwerkinterface erstellt, das es ihm ermöglicht, auch über diesen virtuellen Switch V-Switch 02 zu kommunizieren. Wenn ich das Häkchen nicht setze, kann der Host über dieses Interface nicht mehr kommunizieren, sehr wohl aber alle VMs, die daran konnektiert sind. Gut, dann haben wir eine Anmerkung. Im Moment ist der fehlende GPU-Support ein ziemlicher Nachteil gegenüber der Konkurrenz, zum Beispiel VMware. Es gibt halt immer noch genügend RDSH, Citrix-Apps-Nutzer. Wir benötigen spätestens für Teams und Office und Edge Chromium die GPU-Beschleunigung. Da bleibt viel Kundschaft liegen, zumal die benötigten VMware-Lizenzen für GPU-Virtualisierung sehr kostspielig sind. Ich wünsche mir das auch und ich hatte ja schon versprochen, ich mache auf jeden Fall einen Eintrag in User Voice, dass wir dieses Feature ganz dringend brauchen. Ihr votet fleißig drauf und schauen wir mal, was passiert. Gut, dann scrolle ich weiter. Frage nebenbei, habe immer mehr Probleme mit WinMail.dat. Gibt es eine Lösung? Das ist thematisch jetzt weit weg. In der Regel passiert das immer, wenn man ein altes Outlook nutzt und Third-Party-Mail-Programme, Apple iOS und so weiter. Das ist eine Sache, da müssten wir vielleicht wirklich mal über den Support gehen. Also entweder am Freitag Support-Sprechstunde oder mal im LinkedIn im Support-Channel eintragen, dass wir uns das im Nachgang nochmal anschauen. Gut.
Ah ja, da war nochmal eine Frage zu dem gemeinsamen Nutzen mit dem Host Operating System. Das habe ich jetzt nochmal erklärt. Der Heiko Jung schreibt was hier zum PrimeFlex-Konfiguration für Netzwerke. Dann. Ja, dann haben wir eine Anmerkung zu RSC, dass das teilweise von Netzwerkkarten nicht unterstützt wird. Naja, ich nenne jetzt mal den Hersteller hier nicht, aber der Hersteller, der betroffen ist, der ist im Moment auch nicht berühmt davon, dafür die besten Netzwerkkarten zu machen. Sorry dafür. Genau. Also hier von Heiko Jung als Teilnehmer eine Empfehlung, entweder Marvell, QLogic, Mellanox. Würde ich auch ruhigen Gewissens empfehlen, ja. Genau, und da ist noch eine Anmerkung. Mit RSC geht SMB Direct leider nicht. Deswegen empfehlen wir unseren Kunden, verschiedene Netzwerke zu machen für VMs mit Switch Embedded Teaming und SMB Direct für die clusterinterne Verbindung. Das ist richtig, das empfehle ich auch immer. Also meine Empfehlung ist dazu immer, wenn wir, also früher haben wir Storage gemacht über iSCSI oder Fiber Channel. Wenn wir das jetzt über SMB machen, würde ich nicht sagen, ich brauche jetzt plötzlich keine Verbindung mehr, sondern das würde ich unbedingt empfehlen, trotzdem über eine dedizierte Leitung zu machen und dann entsprechend darüber die Verbindung zu haben. Und dann können wir auch solche Features auf jeden Fall nutzen. Gut, dann, wenn es noch Fragen gibt, schreibt die doch gerne in den Chat rein. Sorry nochmal für den fehlenden Support, der an diesem Freitag ist. Jeder, der es einrichten kann, ist dort herzlich eingeladen um 9 Uhr. Ich werde, wie versprochen, ein bisschen vorbereiten. Wo sind im Moment noch Unklarheiten in der nächsten Version des Admin Centers und des Windows Servers und da entsprechend Feedback an Microsoft geben, wo wir dann gemeinsam darauf reagieren können. Das mache ich insgesamt die Woche so ein bisschen. Naja, ich sage euch natürlich allen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke für eure Zeit. Am kommenden Montag geht es weiter mit dem Thema Storage, wieder um 9 Uhr. Gleicher Link, gleiche Zeit. Der Termin ist auf jeden Fall im Kalender drin. Am Freitag hätten wir den Support. Heute um 13 Uhr ist kein Windows Server Termin, weil wir im Januar ja schon um 9 Uhr das Thema Windows Server haben. Aber ab Februar gibt es auch wieder einen Server Support Call. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt es gerne in den Chat rein. Ansonsten sage ich euch vielen Dank fürs Teilnehmen. Ich freue mich auf Freitag und auf kommenden Montag und euch natürlich auch eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss.